Endlich ist der Frühling ins Land gezogen und dieses Frühjahr werde ich eines meiner ambitioniertesten Bootsprojekte starten. Ich möchte das Dauerprofessorium des Geräteträgers aus Wasserrohren durch ein GFK-Teil ersetzen. Ich habe mich dafür wahnsinnig gut vorbereitet. Bevor ich nach Hause gefahren bin, letztes Jahr, habe ich diese Skizze angefertigt. Das hier ist ein Heckteil von Squib. Man sieht, das ist leicht geschwungen. Und hier ist die Rückenlehne der Sitzbank im Cockpit. Und davor ist das Kompartment, wo der Tank drin ist. Und ich möchte jetzt hier einen Geräteträger aufsetzen. Und zwar werde ich den aus Styrodurplatten machen, mit Hilfe von Epoxidharz. Der ganze Träger soll ungefähr 40 x 8 cm sein. Er soll innen hohl sein, zumindest teilweise, damit ich auch Stromleitungen durchführen kann. Und ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe hier aus Edelhölzern, also das ist Abfall aus der Zimmerei meines Freundes, habe ich hier zwei Hölzer zugeschnitten. Die hier auf die Rundung drauf passen. Und hier wird jetzt der Geräteträger angesetzt. Und dieses Holz wird zwischen zwei Styrodurplatten einlaminiert. Und seitlich werden dann dünne Styropdurstreifen auflaminiert. 8 cm ist das Maß, das diese Versteifung am Heck von Squib an Breite ausmacht. Und ich werde das dort anschrauben und auch anlaminieren. Für das Anschrauben habe ich mit der Ständerbohrmaschine hier bereits 5 cm Löcher gebohrt, die sind genau im rechten Winkel, so dass ich, wenn ich dann den Geräteträger anschraube, hier durch das GFK ins Schiff reinbohre. Man kommt von innen dazu und kann dort auch relativ große Beilagscheiben bzw. sogar eine Platte als Gegenstück für die Schrauben verwenden. Zusätzlich wird das Ganze dann noch anlaminiert und außen auch natürlich verschliffen, so dass man keine Kanten mehr sieht. Zusätzlich sind hier noch zwei cm Löcher für etwaige Steuerleitungen oder Stromleitungen, die in den Geräteträger verlegt werden. Insbesondere die Kabel der Solarpaneele und zum Beispiel auch das Hecklicht werde ich dann oben mittig auf den Geräteträger draufsetzen. Da wird hier das Kabel durchgehen. Weiters haben wir noch einen alten Radarwarner, noch von Mataris über, und auch den werden wir wieder montieren. Das ist ein relativ nettes Feature und auch in Zeiten von AIS ist ein Radarwarner noch nicht aus der Mode gekommen, wenn man selber über kein Radar verfügt. Denn wie wir wissen, haben auch große Schiffe das AIS nicht immer im Betrieb. Sei es aus Nachlässigkeit oder auch besonders beim Fischen, damit die Konkurrenz nicht schauen kann, wo er gerade unterwegs ist, falls er einen guten Fang nach Hause bringt, dass diese Fischgründe für die anderen weiter geheim bleiben. Ja, ich habe dann schon ein paar wahnsinnig effektvolle Skizzen angefertigt. Der Geräteträger wird unten ca. 1 Meter senkrecht sein und dann einen leichten Knick nach oben haben und oben kommt dann noch ein Querträger mit 30 cm drüber. So habe ich mich das vorgestellt, in etwa diesen Winkel wird es nach oben gehen. Der Geräteträger, also der Abschluss des Geräteträgers sollte natürlich dann parallel zur Wasseroberfläche sein. Ein Problem, das ich habe, ist, dass Squib zwei Achterstage hat und die relativ nahe bei dem Geräteträger vorbeiführen werden. Und hier sieht man den Winkel, hier geht es zum Mast und hier zum Heck, wobei hier
das Ruder schematisch dargestellt ist. Also es soll etwas über das Schiffseck rausragen. Natürlich kommen dann mindestens 4 bis 5 Solarpaneele oben drauf und die werden mit einer Wippe schwenkbar gemacht werden. Denn ich bin starker Fan von schwenkbaren Solarpaneelen. Warum ich das Ganze als GFK-Teil ausführen möchte, ist relativ rasch erklärt. Ich habe bereits im Jahr, als wir Squib gekauft haben, ursprünglich einen Edelstahlgeräteträger vorgesehen gehabt. Doch die Angebote, die ich in Griechenland eingeholt habe, lagen alle jenseits von 3000 Euro. Und so viel Geld geben wir normalerweise im gesamten Jahr fürs Boot inklusive Liegeplatz aus. Und es ist mir einfach zu viel. Was ich jetzt hier an Material eingekauft habe, liegt bei knapp 300 Euro. Es wird dann vielleicht noch das eine oder andere dazukommen, aber das sind nur 10%. Sollte es mir nicht gelingen, es ist mein erster großer GFK-Teil, den ich aus Epoxy herstellen möchte, dann habe ich halt 300 Euro in den Sand gesetzt. What else? Ja, soweit zu den Erklärungen. Ich werde jetzt anfangen und einmal Styrodurplatten in Streifen zu schneiden, damit ich für die Seitenteile die Versteifungen dann anlaminieren kann. Let's do it!